Hallo und herzlich willkommen zu My Hands, deinem ganzheitlichen Gesundheitspodcast mit Bettina Roschewitz. Sie begleitet seit über 30 Jahren Menschen mit körperlichen Erkrankungen und in persönlichen Krisen mit der japanischen Selbstheilmethode Yin-Chin-Jutsu und unterstützt sie auf ihrem Weg zurück zu Kraft und Gesundheit. Hör direkt rein in diese Folge und entdecke das Wunderwerk deiner Hände. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge My Hands, dem Yin-Chin-Jutsu-Podcast. Ich wurde immer wieder gefragt, ob ich etwas mache, eine Folge produziere zu dem Thema, wie komme ich in meine Kraft und wie kann ich mein Potenzial kennenlernen. Und das mache ich natürlich von Herzen gerne. Das ist etwas, was mich auch immer wieder bewegt, was ich immer wieder für mich überprüfe. Wie gelingt es mir, in meiner Kraft zu bleiben? Oder rückblickend, viele Jahre war ich nicht in meiner Kraft. Wie ist mir das gelungen, in meine Kraft zu kommen? Und wie hängt das damit zusammen, mein Potenzial kennenzulernen, es zu öffnen, zu entfalten, wie so eine Raupe, die zum Schmetterling wird? Und wie und mit wem und wo kann ich mein Potenzial leben? Ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wir wollen uns dem mal ein bisschen nähern. Wir haben das Energieschloss Nummer 13, was hier vorne auf der vorderen Seite der Brust in uns wohnt. Mit dem sind wir ja geboren. Mit den Energieschlössern kommen wir hierher. Mit ihrer großen Weisheit sind wir in der Lage, uns zu entfalten und bei uns anzukommen. Und das ganze Thema Potenzial wohnt in diesem Bereich des Energieschlosses Nummer 13 auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Und oftmals kommen wir dort nicht hin, weil wir in Ermüdung, in Erschöpfung und in Kraftlosigkeit uns befinden, sodass sich das uns gar nicht erschließt. Deswegen diese beiden Themen zusammenzubringen, war schon mal sehr weise und sehr klug, weil diese Kraftlosigkeit ist der größte Verhinderer, in mein Potenzial zu kommen. Und da müssen wir uns natürlich alle gemeinsam angucken oder dürfen uns angucken, was raubt uns Kraft? Was ist das, was uns dauerhaft im Alltag so in die Erschöpfung bringt und in die Kraftlosigkeit? Energetisch gesehen haben wir ein bestimmtes Potenzial jeden Tag zur Verfügung und das dürfen wir angemessen verteilen. Und wenn wir sozusagen unsere gesamte Energie in etwas geben, was uns aber nicht zutiefst nährt, was uns nicht entfalten lässt, was uns nicht ermöglicht, mehr bei uns anzukommen, dann wird natürlich dieses Potenzial, was wir haben, an Energie erst einmal so unangemessen verteilt, dass für die eigentliche persönliche Entfaltung eben gar keine Zeit, Energie, Kraft mehr übrig ist. Also bitte schau einmal, wenn dich dieses Thema interessiert, wo hast du sozusagen Lecks in deinem Energiesystem, was unangemessen Energie frisst. Das können Beziehungen sein, die nicht nährend sind. Das kann eine Arbeit sein, die dich dauerhaft nicht glücklich macht. Das können Konflikte sein, die nicht ausgesprochen sind. Da gibt es eine riesige Menge von Dingen, die wir so integrieren in unseren Lebensalltag, dass es uns gar nicht mehr bewusst ist, wie viel Kraft wir dort verschwenden. Ich habe lange Zeit in einer co-abhängigen Beziehung gelebt und da war das auch so. Mir war das nicht bewusst, dass wenn jemand durch 100% durch mich lebt und sein Leben nur an meiner Seite hinbekommt, was das für eine unglaubliche Krafträuberei ist. Und das meine ich gar nicht als Vorwurf. Derjenige wusste gar nichts um diese Zusammenhänge. Und ich habe es mir so langsam, als ich zum Yin-Chin Jutsu kam, wurde es mir klar. Und wenn etwas dann klar ist, was mir sehr viel Kraft raubt, was mich sehr unglücklich macht, was ich aber denke, was ich nicht ändern kann, dann ist es eben das Energieschloss Nummer 13, wenn ich das halte, was mir immer wieder sagt, ganz leise beim Halten,
alle Veränderung ist möglich. Du kannst alles wandeln, was dir nicht gut tut, wenn du die nötige Bewusstheit, die nötige emotionale Stabilität und die körperliche Konstitution hast und das alles erreichst du mit dem Strömen, kannst du die Dinge wandeln, die dir Kraft rauben, die dich erschöpfen. Die kannst du aus dir heraus verändern, ohne andere zu verletzen, ohne ein Drama zu erzeugen, sondern einfach nur, weil du jetzt in der Lage bist, anders drauf zu schauen, ein anderes Bewusstsein zu haben und eine andere emotionale Stabilität und dein Körper sich dementsprechend nach diesen Dingen anders formt. Du bekommst auch körperlich eine andere Stabilität. Das heißt, diese Wandlungsfähigkeit, die wohnt hier oben in den Energieschlössern Nummer 13. Sie flüstern dir sozusagen immer zu, alles kannst du wandeln zu deinen Gunsten. Alles ist in Veränderung. Halte nichts fest, sondern schau auf das, was ich wandeln und verändern möchte. Und wenn das eine Zeit lang gelebt ist, dann kommt dahinter dein Potenzial. Ganz, ganz wie ein kleiner Schatz zutage. Als ich damit anfing zu arbeiten, vor weit über 30 Jahren, und mir die ersten internationalen Lehrer, Jin-Shin-Jitsu-Lehrer, sagten, Bettina, da ist so ein Schatz in dir, du wirst Jin-Shin-Jitsu unterrichten und du wirst es in die Welt bringen, das ist dein Potenzial. Ihr glaubt nicht, wie ich mich da gefühlt habe. Ich konnte das nicht fühlen. Da war noch so viel davor, dass ich damit noch nicht in Kontakt war. Das ist das Wunderschöne am Strömen. Erst in die Kraft kommen, erst die Erschöpfung überwinden, dann neugierig wie so ein Tuch, was du wegziehst, auf diesen inneren Schatz gucken, auf dein Potenzial. Und dann in der nächsten Runde, dann möchte das Potenzial sich zeigen, möchte sich dir zeigen, möchte sich der Welt zeigen und dann bist du mit dir an einem anderen Punkt. Dann bist du in deiner Kraft, dann bist du nicht mehr erschöpft, dann bist du, dann bist du dir so viel näher, weil dieser Schatz, der möchte wirklich raus, der möchte in die Welt und der möchte sich verschenken. Deswegen wohnt die 13 hier oben auf unserer Herzensebene und dann formt sich das Leben danach. Du musst nichts bewusst dafür tun, sondern es erlebt sich, es zeigt sich. Und dann ist es mühelos. Dann ist das weit mehr als etwas, was man sich vornimmt. Dann ist es Teil deines Lebens, was ganz selbstverständlich jetzt gelebt wird. Und das ist nicht anstrengend, weil es immer wahrhaftig ist. Weil du das bist. Und weil du dich kennengelernt hast. Weil du diesen Schatz entdeckt hast in dir. Und das Potenzial ist eben unendlich groß. Darüber sprechen wir dann ein anderes Mal. Ich freue mich schon, eure Schatzkisten, von euren Schatzkisten zu hören. Und es macht mich glücklich, wenn ihr mit Jin-Shin-Jitsu dahin guckt und wenn ich ein Teil ein bisschen helfen kann, dass ihr euer Potenzial entdeckt. In dem Sinne, alles Liebe. Tschüss. Schau dich gerne auf unserer Homepage um. www.jsj-zentrum.online. Dort findest du viele spannende Dinge über uns, Informationen über das Jin-Shin-Jitsu und über unsere Formate. Ich freue mich, wenn du dort Inspiration findest.